Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar. Wir wollen uns der, ja, vielleicht sogar mit Sicherheit ältesten Devise der Welt zuwenden, nämlich hier speziell dem Goldpreis. Und der zeigt sich hier seit gestern mit enormer Schwäche. Die Zuschauer vom JFD Desktop werden das wissen. Wir haben Gold schon länger hier im Stream für oder mit einer schwächeren Tendenz ausgerufen. Immer mal wieder gespickt mit zwischenzeitlichen Aufwärtsbewegungen, keine Frage. Aber der Goldpreis hat hier gestern mit dieser enormen Schwäche ein ganz klares Verkaufssignal geliefert. Und darum wollen wir das heute nochmal in die Sendung nehmen, für den Fall, dass Sie hier auf dem Desktop nicht auf dem Laufenden waren. Da einfach bei den Stream-Schaltungen einfach immer mal wieder aufschalten, da können Sie sich hier jederzeit informieren. Gut, wir haben hier eine Abwärtstendenz beim Goldpreis hier im Tageschart-Intervall und die Unterstützung von 1165 Dollar rund war eben hier das Zünglein an der Waage. Am 2.7. gab es hier schon mal einen Intraday-Spike, der hier allerdings mit einer, ja, Art bullischen Hammerkerze reversalt wurde und das führte dann letztlich dazu, dass der Goldpreis dieses Niveau verteidigte. Kurzfristig aussichtsreich, aber die Annahme dessen, dass wir, wenn wir eben hier unter das Tief der Kerze vom 5. Juni fallen, der Markt doch weitere Schwäche präsentieren dürfte, war anzunehmen. Und hier geschah eben gestern der Verkaufsmove, der hier Gold praktisch jetzt mit einer weiteren Schwäche segnete. Und Gold hat jetzt hier zunächst erstmal Kurs auf das Märztief im Bereich 1142,73 Dollar genommen. Da sollte es jetzt auch kurzfristig hingehen, vielleicht sogar heute schon. Von der Range her haben wir durchaus noch ein Stück weit Potenzial, um in dieses oder bis zu diesem Niveau zu laufen. Dann wäre hier auch die untere Abwärtstrendkanallinie dieses Abwärtstrendkanals erreicht und dann müsste man natürlich sehen, ob der Goldpreis hier kurzfristig abprallt, nochmal einen Gegenmove macht oder eben dann direkt nach unten durchrauscht. Tatsache ist, wir gehen jetzt hier in eine Schwächephase über, die eben 1142 rund zur Folge haben dürfte und dann eben hier 1132, das Novembertief des letzten Jahres, mit Sicherheit ins Visier nehmen sollte. Das ist anzunehmen. Wie gesagt, vielleicht auch ein Stück weit tiefer sogar noch. Dann nochmal ein Abprall nach oben, um dann nochmal nach Süden zu laufen. Aber es deutet sich auf jeden Fall an, dass der Goldpreis schwächer ist. Dazu gab es gestern ja auch hier diese große Big Picture-Analyse zum Gold- und Silberpreis. Und hier haben wir im Prinzip mal den Monatschart vom Goldpreis eben hier aufgerufen am gestrigen Tag. Vielleicht haben Sie es gesehen. Ich hoffe, wir hatten dazu auch, wie gesagt, einen Link im Stream gesetzt. Die Tendenz dessen, dass der Goldpreis eben hier übergeordnet mit einer Schwäche daherkommt und diese Schwäche sich durchaus bis in den Bereich von knapp 1000 Dollar je Unze fortsetzen könnte. Also, wenn wir jetzt hier insbesondere unter das Novembertief fallen, unter 1132 US-Dollar, dann sieht es stark danach aus mit dem neuen Mehrjahrestief, dass der Goldpreis dann doch noch Richtung 1000 Dollar absackt, Schrägstrich 1035 haben wir hier eine Horizontalunterstützung im Bereich 1035, 1000 Dollar. Hier ein Stück weit drunter haben wir hier eine Supportzone, die zunächst als Ziellevel gilt im Zuge der jüngsten Verkaufssignale. Davon sollte man ausgehen, dass der Goldpreis jetzt hier erstmal eine weitere Schwächephase vollzieht und hier unterhalb dieses kurzfristigen Abwärtstrends seit eben hier dem Anfängen von 2013 bzw. Mitte 2013 ausgehend hier jetzt erstmal eine weitere Schwäche fortsetzt. Gold wäre erst wieder leicht bullisch oberhalb von 1200/, insbesondere von 1290 Dollar. Das muss man ganz klar an dieser Stelle erwähnen. Der Goldpreis hier weiter unter Druck. Wir sehen hier auch mal die Saisonalität mit Blick auf die kommenden 90 Handelstage. Da zeigt sich hier, dass wir bis in den August hinein eine Schwächephase rein saisonal haben, dann allerdings der Goldpreis richtig aufdrehen könnte. Wie man das jetzt hier auf den Monatschart projizieren kann, bleibt mal abzuwarten. Tatsache ist, kurzfristig sind weitere Verluste zu präferieren. Ob dann im Sommer, Schrägstrich Ende Sommer, im Herbst dann hier September, Oktober ein neuer Aufwärtsmove stattfinden kann, der dann vielleicht sogar diesen Abwärtstrend beendet, das bleibt mal abzuwarten. Aber Gold, wie gesagt, hier übergeordnet und auch kurzfristig im Short-Modus. Also weiterfallende Preise sind hier ganz klar zu präferieren. Und was dann letztlich darüber hinaus noch passiert, muss man mal abwarten. Denn im Worst Case kann es sogar deutlich unter 1000 Dollar die Unze gehen. Für alle kurzfristig ambitionierten Anleger jetzt nochmal den Rainbow-Chart vom Goldpreis hier im 15-Minuten-Chart-Intervall. Ziehen wir den mal rüber, wenn er denn mal reinkommt. Und da haben wir hier. Na, mag nicht so recht. Er mag gerade nicht. Scheinbar hat sich hier irgendwas gerade aufgehangen, aber wir wollen ja den Goldpreis hier mal ein Stück weiter betrachten.
Und dazu müsste ich mal die Plattform weiter rüberziehen können, was mir hoffentlich jetzt gelingt. Und Murphy's Law, das ist mir auch noch nicht passiert, dass der sich aufgehangen hat hier bei der Sendung. Jetzt sehe ich gerade den Chart nicht mehr. Sei es drum, dann gehen wir hier nochmal in den. Letztlich hat der Goldpreis aktuell knapp 10 Dollar schon zurückgelegt. 9,41 Dollar, um genau zu sein. Und rein statistisch sind wir hier natürlich im Bereich 13 oder 12, 13 Dollar unterwegs. Das heißt, 4, 5 Dollar nach unten kann es heute noch gehen. Gar keine Frage. Also Richtung 1142 wäre denkbar, wenn wir neue Tagestiefs machen. Aber dazu sollte natürlich auch hier die entsprechend negative Stimmung rüberschwappen in Sachen des Goldpreises. Also, wer gestern noch nicht eingestiegen ist, dürfte sich hier heute trotz dessen weiterer Verluste erfreuen, denn wir haben auch hier rein wochentagstechnisch beim Goldpreis ja ohnehin eine sehr, sehr schwache, denkbar schwache Phase. Sie sehen es hier, wir sind bei Werten im Gros unter 40%. Einzig der Freitag ist hier ein leicht bullischer Handelstag. Das gilt es sich mal zu überlegen. Am kommenden Freitag hier dann vielleicht ein kleiner Erholungsimpuls, sowohl in der 52-Wochen-Tendenz als auch im Overall. Da haben wir mit 58% positiver Schlusspreise nun wirklich einen sehr, sehr bullischen Wochentag, Handelstag. Aber alles davor, insbesondere die 52-Wochen-Tendenz aufgrund der Abwärtsbewegung vom Goldpreis, hier denkbar bärisch. Also die Bären haben hier wohl oder übel den Vorteil weiter auf ihrer Seite. Und jetzt schauen wir uns hier den 15-Minuten-Chart noch kurz an, in Rainbow-Strukturen. Und da sehen wir hier, dass die ja, gestrige und vorgestrige Unsicherheit, Sie sehen hier im Intraday-Chart den Rainbow, das war nun wirklich nichts beim Goldpreis. Das hat sich gestern mit diesem Abwärtsmove deutlich negativ aufgefächert. Wir sind hier unter das Vormonatstief gefallen, hier auch unter das Vorwochentief während des gestrigen Handels schon. Und heute hatten wir schon zwischenzeitlich das Vortagestief unterschritten. Jetzt haben wir uns so ein Stück weit erholt. Aber es deutet sich an, dass wir hier, wenn wir die True Range ausschöpfen, in Richtung 1145-, wenn nicht sogar eben 1142, 40 Dollar zurückfallen die Unze. Die Wahrscheinlichkeiten sehe ich doch als sehr hoch an. Also insofern aufgepasst, was da noch kommt. Goldpreis auf jeden Fall im Schwächemodus. Ich drücke Ihnen die Daumen, wenn Sie heute aktiv sind in jeglichen Trading-Aktivitäten. Wünsche Ihnen jetzt erst nochmal einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns nachher zur DAX-Beschau, der sich hier nicht minder interessant darstellt. Also bis dann, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer.